Hallo Leute, hier ist wieder euer Lime and Beast. Herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Lasst euch verzaubern. Wir nehmen euch mit in unseren Ligurien-Urlaub 2022. Was erwartet euch hier? Herrliche, herrliche Aufnahmen, Luftaufnahmen, auch Beiträge oder besser gesagt Aufnahmen von unseren Ausflügen. Also ich kann euch sagen, holt euch ein Gläschen Wein, lehnt euch zurück und genießt einfach dieses tolle, tolle Video. Wie gesagt, hier Teil 1. Es kommt dann im nächsten Monat auch Teil 2. Wir nehmen euch mit von Finale Ligure, von unserem Apartment quasi oben und fahren diesmal bis hinter Genua. Das sind so 130 Kilometer gewesen und alles unten an der Küste entlang. Ja, und versuchen euch immer wieder Impressionen und herrliche Aufnahmen auch aus der Luft zu zeigen, wie toll dieses Land ist, vor allem Ligurien. Und wir werden diesmal nicht so viel erzählen, sondern werden viel mit Musik laufen lassen. Also genießt es, lehnt euch zurück. Wir melden uns zwischendurch mal ganz kurz, aber überwiegend werdet ihr mit Musik und mit tollen, tollen Aufnahmen verwöhnt. In diesem Sinne, wir wünschen euch viel Spaß. Und Schatz, was meinst du dem Aufstieg? Super. Super. Ja, wäre gar nicht so schlimm, wenn wir nicht noch 5 Kilometer vor diesem Ort geparkt hätten. Also ich zeig's mir euch mal. In die Biegung. Oh mein Gott. Aber Leute, zieht's euch rein. Die Aussicht hier, das ist doch überragend, oder? Herrlich. Überragend. Oh, da geht's rein. Schauen wir mal, was uns da drin erwartet. Der Partyraum. Der Partyraum oder Kerker früher wahrscheinlich. Aber egal, da drin geht ein mega geiles Lüftle und hinter Gittern hat man es Aussicht ums Meer. So Leute, oben am Turm angekommen. Jetzt gucken wir mal uns die Aussicht hier vorne an. Laufen wir mal vor. Schaut euch das an. Das hat sich doch gelohnt, oder? Hier hochzulaufen. Herrlich, 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 herrlich. Das ist der Turm, den man von unserem Hotel aus oder von unserem Apartment aus sieht. Dieser hier. Dieser Turm war unser erster Ausflug. So, dazu muss man ja aber auch sagen, eigentlich hat mein Schatz ja ein anderes Highlight noch im Hinterkopf gehabt. Und zwar von diesem Turm aus, ja, kann man so nach unten, da ist eine ganz, ganz tolle Bucht. Und dort wollten wir eigentlich auch hin, unsere Füße mal ein bisschen ins Wasser hängen, auf gut Deutsch gesagt, ja. Allerdings war ja dieser Aufstieg zu dem Turm schon sehr, sehr spannend. Und dann haben wir diesen Weg zu dieser fantastischen Bucht gesucht, die eigentlich auch als FKK-Bucht dann ausgeschrieben war. Wie wir aber dann gesehen haben, muss man da über Steilhänge hinunterklettern an den Felsen entlang. Im Prinzip direkt unterhalb von dieser Luftaufnahme, wo ihr eben gesehen habt. Das haben wir uns dann erspart, gell, mein Schatz? Oh ja, da hätten wir uns ja das Genick gebrochen, das wollten wir nicht. So, jetzt lassen wir euch aber mit Musik alleine. Wir melden uns gleich wieder. Viel Spaß und genießt es. Ciao, bis gleich. Thank you.
So, meine Lieben, ich hoffe, wir haben zunächst nicht zu viel versprochen, dass ihr es bisher wirklich genießen konntet. Und ich hoffe, das Glas Wein schmeckt immer noch oder ist schon vielleicht das zweite oder dritte. Also, Leute, ich brauche, glaube ich, nicht viel erzählen, wie begeistert wir in diesem Urlaub waren. Wir haben drei Touren gemacht. Teil 2 ist dann auch unter anderem mit Monaco dabei. Whale-Watching waren wir. Also, und diese Tour eben hinter Genua. Wir wollten eigentlich noch ein bisschen weiterfahren, aber dadurch, dass wir unten an den Küsten entlang gefahren oder an der Küste entlang gefahren sind, hat sich das so enorm gezogen, dass wir dann nach 130 Kilometer echt abbrechen mussten, um dann auch noch rechtzeitig nach Hause zu kommen, ne? Also Savona sind wir ja schon ein Stück durchgefahren und jetzt nähern wir uns dann langsam Genua. Ich kann euch sagen, eine Monsterstadt, ja, wenn wir das gewusst hätten, wären wir nicht durchgefahren. Wir haben uns echt in den Arsch gebissen, das hat ewig gedauert und war sehr mühsam. Aber jetzt sehen wir denn gleich, wir kommen jetzt gleich Richtung, hier fahren wir dann Richtung Hafen hoch. Jetzt sehen wir schon rechts, die sieht man schon ganz leicht, die Schiffe rechts, ja. Also das war schon beeindruckend, ja, wie, was für Monster das sind, ja. Wir sehen dann jetzt gleich die MSC noch, ja, die in Genua angelegt hatte. Das dauert jetzt noch ein bisschen, aber die kommt gleich auf der rechten Seite, ja. Man denkt, das ist ein Hochhaus da im Hintergrund. Nein, das ist kein Hochhaus, das ist die MSC, ja. Die sieht man jetzt da ein bisschen am Horizont hinten, ja. Also ein Monsterschiff. Wahnsinn, ja, und dann kommen wir auch gleich noch an einem Piratenschiff vorbei, ja, haben sie da auch angelegt gehabt. Also das war toll, ansonsten muss ich sagen, wenn ihr könnt, meidet Genua. Also das war schon arg mühsam, ja. So, und jetzt geht's weiter mit ein bisschen italienischer Musik, mit italienischer Klänge. Hier kommt das Piratenschiff. ja, mit ein paar italienischen Klängen, ja. Also weiterhin viel Spaß. Schalte nicht runter, sonst verpasst du was. Bis gleich. Thank you.
Also ein ganz, ganz tolles Land, also was heißt Land, tolle Region, dieses Ligurien. Allerdings muss man auch dazu sagen, dort herrscht eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Die hat uns teilweise 90%, mein lieber Mann. Ja, die hat uns ganz schön zum Schwitzen gebracht. Und wenn dann halt noch die Sonne runterprallt und du die Bikerklamotten anhast, wow. Aber trotz allem, wir würden jederzeit wieder hinfahren. Faszination pur. Das war mit Sicherheit nicht das letzte Mal, dass wir in Italien, also Region Ligurien, waren. Das war wirklich traumhaft. Also kann man nur empfehlen. Freut euch schon auf Teil 2. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wer möchte, natürlich gerne abonnieren, Like, Kommentar hinterlassen. Das freut uns immer sehr. In diesem Sinne, ihr wisst ja unseren Leitspruch. Denkt dran, immer oben bleiben. Viel Spaß euch noch. Bye.